Okay. Ja, überspringen. Da ist eine. Kann ich die gleich bewerfen? Ja, kann ich. Ich komme aber allerdings nicht an das Energieding ran. Hi. Ich habe dich sowas von nicht vermisst. Ach du meine Güte. Ist schön und gut, dass er immer schwächer wird, aber wenn wir auch immer schwächer werden. Okay, mit der Schleimbombe müssen wir halt aufpassen. Aber wenn er nur die Fähigkeiten benutzt, sich dann irgendwann da rein teleportiert. Ist es ja halb so wild. Ich habe das Gefühl, er heilt sich da drin und dann ist er wieder voll. Und das ist etwas, was wir nicht unbedingt zulassen sollten, weil sonst kriegen wir ihn ja nicht tot. Und ich bin in die Schleimbombe, weil sie mich verarscht hat. Okay. Bleib so wild. Erstmal den und dann den die Heilung. Energieexplosion. Ein Energieschuss kann ich ablenken. Wenn Fähigkeiten weg sind, ist das echt doof. Ich habe noch 15 Punkte. 12 Punkte im Beschützerbaum erforderlich für die Stoßwelle, aber die bringt mir beim Boss eh nichts. Nein. Okay. Jetzt kommt gleich sicherlich wieder eine Schleimbombe. Dann bekämpfen wir ihn halt von der Seite mal. Das ist echt ein Ausdauerkampf, ey. Weil zugegeben, er kann nicht viel. Er kann echt wirklich nicht viel. Oder er gibt sich noch keine Mühe. Ganz ehrlich. Und am Schluss kommt irgendein großer Plot-Twist. Oh, Schleimbombe. Ja. Energieexplosion. Oh, zum Glück ist hinter uns was gewesen. Thank you.
So, Heiltrank her. Wisst ihr was? Ihr braucht Fiolen auf. Jetzt habe ich keine für den. Also nimmst du das da. Hier stimmt alles, hier stimmt alles, hier stimmt alles. Oh, Energieexplosion. Ich kann sogar hier stehen, aber für die Schleimbombe stelle ich mich dann doch lieber dahin, wo die Schleimbombe mich nicht trifft. Ich muss sagen, hier ist das mit der Schleimbombe um einiges angenehmer. Energieexplosion. Buffs. Dass er schneller down geht. Mehr Heilung. Energieexplosion. Schleimbombe. Heilung ist okay soweit. Die Reihenfolge, da ist es egal. Mach mal den da. Mana-Trank. Warte, großer Mana-Trank. Na egal. Ist eh der Boss. Also der End-End-Boss. Locken wir den Energieschuss mal ab. Oh, jetzt wird sie angegriffen. Das ist nicht gut, wenn die Heilerin was abkriegt. Energieexplosion. Schleimbombe. Ne, Heilung auf ihn. Du heil dich so, dann wieder Heilung auf ihn. Okay, die Schleimbombe hat uns getroffen. Wir haben den Hammer gekriegt, aber wir sind ein Level runter. Sag mal, geht unsere Attribute auch runter? Der Hammer... Ach nö. Ach so. Ja, den Hammer haben wir nicht gekriegt. Das ist einfach ihr Hammer. Weil sie keinen Titanengriff mehr hat. Gut, da war die Druckplatte, wo wir raufwerfen mussten. Die sind schlecht. Was zur Hölle? Er schon wieder?
Mal sehen, wie schnell du bist. Ja, gut. Sein Leben nimmt aber auch immer mehr ab. Und noch mehr Oblivion-Steine. Ganz ehrlich, was soll ich rausschmeißen? Essen? So, so viel Käse brauchen wir nicht. Ja, mal sehen, wie schnell ich bin. Ach ja, und die beiden brauchen wir eigentlich auch nicht. Mehr, so. Oh ja, ich verliere Skills. Ich sehe es schon. Ich verliere immer mehr Skills. Brennende Hand? Auch gut. Feuerrüstung? Okay. Energieexplosion macht er aber immer noch. Oh, ich kann mir anzeigen lassen, was die Fähigkeiten machen. Auch gut. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Habe ich jetzt... Ich habe nichts verloren, ha? Doch! Habe ich. Okay. Sollte ich also nicht machen, während er... darum wuselt. Die brennende Hand halten wir mal auf. Vielleicht hilft das hier was. Energieexplosion, okay. Muss ich wohl einfach mit Massenheilung arbeiten. Hm? Ah ja, brennende Hand macht Schaden. Okay. Ich frage mich gerade, kann ich einfach weggehen, wenn er die brennende Hand macht? Au. Nein, kann ich nicht. Ich kann sie allerdings unterbrechen.
das ist immer gut. Wow, Energieexplosion. Oh, sein Feuerding hat aufgehört. Gut.